Nächste Woche Donnerstag ist es wieder soweit. Um 13.30 Uhr startet am Westpark die 9. Ausgabe der Donau Classic Rally. Letzte Details zu Strecke und Fahrzeugen wurden am Mittwoch auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Mit 83 Oldtimern fing 2006 alles an. Dieses Jahr geht man mit der Rekordteilnehmerzahl von 238 Fahrzeugen an den Start. Was hat sich im Laufe der Jahre sonst noch alles geändert? Ich glaube, erstmal ist es so, dass das Feld internationaler geworden ist, dass sich diese Veranstaltung in der Welt rumgesprochen hat, dass sie sehr gut zu Ingolstadt und zu Audi passt, eine sehr gute Organisation hat, die Umgebung wunderbar ist und dass über die Jahre immer mehr Leute davon Kenntnis erhalten haben und gesagt haben, da möchte ich mal mitfahren. Die Donau Classic ist 3 Tage Fahrerlebnis in und um Ingolstadt. Für Teilnehmer und Sponsoren jedes Jahr ein echtes Highlight. Für mich unwahrscheinlich spannend als Teilnehmer. Ich habe das immer etwas als gemütlich angesehen, so mitzufahren, aber es ist richtig anstrengend. Also man muss da wahnsinnig aufpassen mit Roadbook und allem drum und dran, dass man sich nicht verfährt, dass man die Wertungsprüfungen da überall einigermaßen durchkriegt. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, man lernt unwahrscheinlich viele nette Leute kennen und es ist super organisiert, muss ich sagen. Apropos Organisation, die haben sich für die Strecken natürlich wieder ein paar Neuheiten einfallen lassen. So wird das Etappenziel am Freitag die neue Audi Driving Experience in Neuburg sein. Organisatoren und Teilnehmer hoffen natürlich noch auf schönes Wetter und dann könnte es auch schon losgehen.